Hallo und herzlich willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Das ist Part 194. Und wir sind in Natlan, was mir mega gefallen hat. Erster Eindruck, top. Machen wir weiter so. Aber natürlich zuerst die Ausrufezeichen weg. Dürfte aber nicht so viel sein. Nochmal 200. Sehr geil. Und dann machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Wir wollten nämlich direkt zur Arena. Und wir kommen. Ach so, die Dinos sind auch böse, kann sein. Okay. Ja klar, wenn es böse Leute sind, ne? Macht Sinn. Kann der Dino auch kämpfen? Oh ja. Hey! Ja, aber der zuckt ja nichts ab. Lohnt sich nicht mal. Machen die Breakdance? Ist ja geil. Of good luck. A very welcome one. Yeah. Got him. Flugisto einfüllen. Und jetzt können wir da hoch oder wie? Ah. Ich komme. Falsche Richtung. Ich will runter. Genau dahin wollen wir. Falsche Richtung. Achso, so kommen wir hoch. Okay. Begraben. Die Kinder der Echos sind sowohl mit Bergestein als auch mit festem Phlogiston vertraut. Damit sind sie und die in der Ehre wütenden Erde wühlen Ehre? Ich glaube, die wollten Erde sagen. Erde wühlenden Tepetlisaurier ziemlich aufmerksam. Was die Anwesenheit von Dingen unter der Erdoberfläche angeht, wenn du etwas entdeckst, versuche es aus dem Boden zu holen. Okay. Habe ich irgendwas im Boden gefunden oder? Ey! Ah, man sieht die. Ach so. Sind das wie so Wellen? Ab und zu. Okay. Wah! Ja. Jetzt töten wir schon kleine Saurier-Babys. Tun mir so leid. Komm her. Ich regel das. Komm her. Darf mich nicht ablenken lassen. Wir müssen zur Arena. Zur Juten Arena. Was ist das? Stehlampe aus Kastanien. Achso, das ist ein Plan. Ich dachte gerade, hä? What is this sorcery you're talking about? Scatter. Da ist was. Was ist das für ein Blubding? Kann man den einsammeln?
Business. Hä? Wieso sind Seli? Der greift mich auch an. Wieso sind sie alle so aggressiv? Seid doch nicht so. Ihr seid alle so gemein zu mir. Fire Hazard. Da, ich hab dein Baby kaputt gemacht. Ich bin ein Monster. Okay, die geben wenigstens das gleiche Zeug. Was seid ihr? Keine Ahnung. Ich check's nicht. Fackelparasolpilz. Hat noch einer. Da, ein bisschen Feuer. Geht am schnellsten gegen so Drendro-Babys. Was wolltest du jetzt von mir? Huch, Kachina, bist du das? Rakela Paimon hätte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Habt ihr etwa einen super anspruchsvollen Auftrag angenommen? Geht es um den Seelenvater drüben? Unser Auftrag ist diesmal wirklich ziemlich herausfordernd. Apropos, unsere Auftraggeberin gehört auch zu den Kindern des Echos. Vielleicht kennst du sie. Ihr erzählt Kachina, wie die... Ah, das ist die... Ja, Farbnährin, das ist die Eventquest. Ich kenne sie. Sie wird genauso unscheinbar wie ich, aber wenn es um Farben geht, kann sie stundenlang reden. Vielleicht solltet ihr mehr Zeit mit ihr verbringen. Dann erlebt ihr ein ganz anderes Natlan. Wurde Kachina auch von der Farbnärin zum Graffiti eingeladen und habt ihr euch so angefreundet? Nicht wirklich. Wir haben uns eher zufällig kennengelernt. Vor langer Zeit, als ich meine Eltern in der Arena des Heiligen Feuers Obst kaufte, sah ich sie allein vor dem Farbgeschäft sitzen, wo sie Arkad beim Farbenmischen zuschaute. Sie saß dort stundenlang still, als könnte sie in den Farben etwas ganz Besonderes erblicken. Sie war so vertieft, dass sie nichts außer den Farben zu bemerken schien. Ich dachte, sie würde mich gar nicht wahrnehmen. Aber als ich an ihr vorbeiging, fielen ihr auf einmal die Farben meiner Kleidung auf und sie sprach mich begeistert auf Farben an, als wäre sie ein ganz anderer Mensch. Kachinas Kleidungsstil ist echt einzigartig. Da hat die Farbnärin wirklich ein Auge dafür. Es ist die richtige Balance aus Lebhaftigkeit, Einfachheit und Unschuld. Ja, genau. Warum ist Paimon nicht auf diese Worte gekommen? So lebendig und doch so unschuldig. Aber wenn Paimon dir so zuhört, scheint die Farbnärin früher anders gewesen zu sein und nicht so gut im Umgang mit Leuten. Vielleicht war sie wie ich nicht so gut darin, Aufmerksamkeit zu erregen. Die meisten waren entweder mit Kampftraining oder Tanzen beschäftigt. Im Vergleich dazu, wenn man sich nur aufs Malen konzentriert, ist es wirklich schwer, Freunde zu finden. Aber ich denke, jemand, der ein Ziel hat und dafür hart arbeitet, ist wirklich bewundernswert. Wenn ich sehe, wie sie sich intensiv mit Farben und Graffiti beschäftigt, habe ich immer das Gefühl, dass sie ihre Ziele entschlossen verfolgt, wie die Helden in den Legenden. Vielleicht zeigt ihre Unauffälligkeit nur, wie ernst sie es meint, und das bedeutet, dass sie es eines Tages richtig groß rauskommt. Das könnte stimmen, oder? Auf die Details kommt es nicht an. Nachdem ich die Farbnärin getroffen hatte, hat sie mich eingeladen, mit ihr Graffitis zu machen. Ich liebe diese schönen Muster, aber ich habe wohl nicht das Talent, um interessante Bilder zu schaffen. Sie meinte, das sei nicht schlimm. Graffitis können auch berühmte Krieger des Stammes darstellen. Ich kann vielleicht keine tollen Graffitis malen, aber ich könnte diejenigen sein, die darauf abgebildet wird. Wenn ich dann eine Natlan-berühmte Graffiti-Künstlerin bin, werde ich dir den berühmten Kriegerin ein Graffiti widmen. Während sie das sagte, schien sie förmlich zu strahlen, in strahlenden Farben zu erblühen. Aber kann ich wirklich eine gute Kriegerin des Stammes werden? Um ihre Stimmung nicht zu verderben, habe ich es nicht ausgesprochen. Manchmal, wenn sie Graffitis malte, stand ich als Zuschauerin daneben und versuchte ihr Ratschläge zu geben. Zum Beispiel über die Landschaft, die ich beim Reiten auf dem kleinen Wirbelwind bei den Klippen gesehen hatte. Auch wenn wir nicht so oft zusammen unterwegs waren, fühlte ich mich angespornt, als ich sie, wie fleißig sie arbeitete. Ich hörte, dass sie von jemandem inspiriert wurde
und allmählich geselliger geworden ist. Vor ein paar Jahren ist sie sogar eine große Graffiti-Gemeinschaft beigetreten. Genau, die Farbnerin ist jetzt eine wichtige Persönlichkeit in der Graffiti-Union. Und du bist eine bedeutende Kriegerin der Kinder des Echos. Ihr beide macht wirklich Fortschritte. Offensichtlich hat auch die Farbnerin nicht nachgelassen und strebt in ihrem Bereich weiter voran. Aber ich bin noch weit davon entfernt, eine bedeutende Kriegerin zu sein. Oh, richtig. Ich muss mich auf den nächsten Wettkampf vorbereiten. Genau. Wir alle vier müssen uns unser Bestes geben. Dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Ich muss weiter üben, um meine Fähigkeiten zu verbessern, um gut vorbereitet zu sein. Hä? Haben wir jetzt nur gelabert? Ich check nicht, da ist auch kein Aktualisieren von der Quest oder irgendwie sowas, ne? Hm, was muss ich machen? Ach, das war wieder Münzen sammeln, ne? Los geht's. Immer schön hoch. Ja. Immer schön voran. Rein da. Gleich zum nächsten. Perfekt. Alter, Alter, Alter. Was ist? Einfach nur folgen. Es ist im Easy im Schlepptau. Sogar Doppel S. Beautiful. So. Alles haben wir erledigt. Ah, deswegen war sie hier für das Wettrennen. Hat sie da mit uns gelabert. Sehr schön. Es ist erst morgen freigeschaltet, genau. Wie sieht es eigentlich hier aus? Was kriegen wir hier? Eine neue Waffe. Aber was ist das? Aschgraues Trinkhorn. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Ein Ritualgefäß. Doch keine Waffe. Doch eine Waffe. Perfekt. Auch ein Katalysator. Alter, 4 neue Waffen bekommen, das ist echt geil. Sehr, sehr geil. So. Ich merke gerade, wir sind irgendwo, wo wir noch nicht waren. Lass erstmal dahin gehen. Schalten wir das Ding frei. Ein neuer Teleport für uns. Was gibt's hier Schönes? Wunderschön. Wer bist du? Kenn ich dich.
Da, ihr Nervensägen. Seh nix. Seh nix. Steck fest. Ich steck fest. Ihr Nervensägen. Alter. Was ist für ein Ort hier? Ich steck nur fest. Da, geht weg von mir. Ihr nervt mich. Alter. Ich komme hier nicht voran. Alles im Weg hier. Da ein bisschen Steine mitnehmen. Let's hope you put up a good fight. Steady as stone. Yep, ready. Hä? Ein paar von euch habe ich doch schon gekillt, oder? Jetzt stecke ich schon wieder irgendwo fest, oder? Ich sehe nichts. Die Nervensäge. Ich mache euch alle kaputt. Aber sowas von. Komm her, du Nervensäge. Alter, ich steck schon wieder fest irgendwo. Alles meins. What do we have here? Schon alle vier direkt. Sehr schön. So. Bisschen Holz hier. Habe ich wahrscheinlich schon. Ja. Nichts. Bisschen Geflügel. Da ist schon der Ort. Sehr schön. Direkt Teleport und 5 Urgestein. Vielen Dank. Okay, die Alpakas kämpfen schon mal nicht. Nur ihr. Nervensägen. Wir haben gleich die Arena erreicht. Mit Umweg. Aber schauen wir erstmal den Teleporter. Erst den Teleporter. Perfekt. Und da. Komm ich da hin? Wahrscheinlich mit so einem Ding. Komm her, Kleiner. Lass mal was Gescheites fliegen. Und jetzt kann ich da hoch. Sieh. Sehr schön. Können wir da irgendwo hin damit?
Nice. Das sind so geile Dinger. Da fehlt mein Leben, muss man aufpassen. Perfekt. Ich muss wieder hoch. Jetzt hast du es. Macht bum bum. Nice. Kann ich als Bombe benutzen? Wie schädigt das Paket? Ist eine, für eine Mission wahrscheinlich. Auch Fleisch, okay. Thank you very much. Voll lieb und so. We've come a long way. How does a break sound? Sehr schön. Great idea. All this sightseeing is making Paimon hungry. Du sagst das, als würdest du mit deinem Magen sehen. Oh, are you all out of candy? I've got some more if you want. I've also got bread, drinks, fried rice, roasted apples. Sie hat alles dabei. Like bringing a lot of stuff with me, as my mom always says, it pays to be prepared. Sie ist eine weise Frau. They only come in handy every so often. But hey, better late than never, right? So sieht's aus. Huh? Is everything okay, traveler? Seems like you've got something on your mind. Ich denke nur darüber nach, was mit der Statue der Sieben passiert ist. Yeah, that was so weird. It has to mean something, don't you think? Actually, you know what? It could be because our Archon is different from the rest. Okay. Different how? Well, I heard that other nations' Archons live a long time and belong to a class of extremely powerful beings known as gods. Also, es ist ein normaler Mensch, sagt jetzt, es ist ihr König oder sowas. And that's not the case in Natland? Not at all. Every Pyral Archon in Natland was an ordinary person before taking on the role. Denn es ist sowas wie ein König, ne? Huh? A human serving as an Archon? Is that even possible? Wahrscheinlich einfach ein Mensch, der sich auf den göttlichen Thron erhebt. You find it hard to believe too, huh? So, that's not normal then? I guess I've just gotten used to how things are here in Natlin. Well, based on what we've seen, that's not usually how it works. It can't be that easy for a human to become an Archon, right? Pretty sure the Pyro Archon's the only one who can answer that. Ich schätze mal, sie ist einfach nur eine Königin, ne? I do know this, though. Even after becoming the Pyro Archon, the person in the position still grows old and requires rest. The Statue of the Seven may look a lot like our current Archon, but that has to be a coincidence. Countless people have held that title over the years. Ich bin gespannt, wie die Story wird. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Oh, I should also mention, the pilgrimage is actually how we select the Pyro Archon. Anyone can claim the title, you just have to prove your strength.
So the contest is all about how strong you are. That's right. We believe performance in battle is the most comprehensive test for a future Archon. Plus, when someone emerges victorious, it's hard to argue with the results. Our current Archon achieved an overwhelming victory. The result was obvious from the beginning. Also ist sie ein Monster. Don't just take my word for it, though. Even the tribe elders said they've never seen an Archon with such strength before. But it's just as Chief Pakal said. Today's limits are tomorrow's breakthroughs. Our future Archons will go from strength to strength. Okay, Paimon's gonna ignore the whole human becoming an Archon thing for now. It's just, if she's really that strong, do you think that's a good thing or a bad thing for us? Das Ding ist, wenn sie menschlich ist, glaube ich nicht, dass sie der ist, den wir suchen, ne? If we think back to what happened in Inazuma... Ich glaube, es kommt darauf an, wie der Archon über uns denkt. I wouldn't worry about it. Our Archon's a wonderful person and very welcoming to guests. I think you'll get along great. Yeah, you're right. It's not like we're planning on causing trouble either. Ach, Paimon, du hast wieder gejinxt. It'll all work out. You'll meet her soon enough. All right, Paimon's just about ready to... Huh? What's that? Oh, we call this a phlogiston chislet. Good things happen if you infuse it with phlogiston. Lass mich mal versuchen. Sorry to disappoint, but only people from Natlan can use that power. Ich kann das trotzdem. Ich hab's immerhin schon gemacht. Es ging ganz natürlich. That was amazing. I don't even know what to say. Sie kann alle Fähigkeiten, ne? Was Großes? Wait, look behind you. Something's coming. What do we do? Is something after us? Should we get ready to fight? We're fine, we're fine. This here is Toto. Hello, Toto. Hi, you, Toto. It's me, Kachina. Ein großer Toto? Well, aren't we looking lively today? Did the chisel floor you over here? Warm, isn't it? Oh, so it was just a friendly Saurian. That's right. There's quite a few of them around here, and Toto's the friendliest and gentlest of the bunch. He's a gentle giant. He's always hanging around these parts. I swear he does it just to show off to any outlanders that might come this way. Don't let his size fool you, though. He's just a big softie. Bull, bull. What does the crouching mean? That's an invitation. He's offering us a ride. Von uns aus gern. Paimon's not so sure about this. It's kind of scary, don't you think? He's huge. Wovor hast du Angst? Du kannst fliegen. Oh, good point. You guys have fun with that then. Paimon will just float alongside. This guy. Wow. The sightseeing is even better from up here. The higher the vantage point, the better the view. Are you and Toto close, Kachina? Yep. When I was little, my parents and I went to the Stadium of the Sacred Flame to buy a bunch of different fruits, but the cart we were using to transport them flipped over on our way back. Toto wasn't even half his current size back then, but I still burst into tears when I saw him approach. I was afraid he was going to eat all the berries and sunsetias and leave none left for me. In the end, though, he didn't eat a single one. And even chased off a few other Saurians looking to snatch a few for themselves. After that, he used his big head to help get our cart right side up again. I've been bringing him fruit ever since. Oh, and I was the one that named him Toto, actually. Schöner Name. With the sheer amount of food he can eat, he pretty much grew like a weed. Before I knew it, he was already this big.
The Stadium of the Sacred Flame. You can let us off here, Toto. Thanks for the lift. Guter Toto. Hast ganz fein gemacht. It's an easy walk from here, so I say we head the rest of the way on foot. It'd be quite the trek for Toto otherwise. That's true, especially considering his size. Well, see you later, Toto! Da ist sie. Den Edelmütigen steht die Welt offen. Der Satz ist auch anders. Das habe ich mir beim ersten Mal gewundert, ne? Da ist doch irgendwie anders. Beautiful. Wir müssen dann da und dann dahin. Es ist immer noch irgendwie seltsam. Kannst du immer noch keine Elementarkraft von der Statue der Sieben erhalten? Oh, was ist nur mit der Statue der Sieben passiert? Vielleicht ist sie einfach alt und kaputt? Dabei ist sie doch geleuchtet, als Paimon sie berührt hat. Dabei hat sie doch geleuchtet, als du sie berührt hast. Paimon ist völlig aufgeschmissen. Sehr, sehr komisch. Ich hab mal Packer getötet. Ich Monster. So. Geht alles uns. Oder oben. Können wir hoch? Vielen Dank. Jetzt gehen wir dahin. Da war irgendwo ein Teleporter. Den nehmen wir doch mit. Keine Ahnung, warum neben dem Statue der Sieben gleich auch noch ein Teleporter ist. Aber wenn sie es wollen, machen wir es doch. Wunderschön. Kann man nicht anders sagen. Da ist nix. Und da auch nix. Auf in die Arena. Ich komme. We made it. Perfekt, hä? I'm supposed to meet some friends here, but I don't see them anywhere. Maybe they're not here yet. Open your eyes, Slowpoke! Ugh, we've been here this entire time. I've already lost track of how long you've kept us waiting. Was ist für ein Pixel-Ding? Listen here, you. It's not just Kanish and Mulani's time you're wasting, but mine, too! Mine! A Jaff? What the heck? That's a strange-looking Saurian. Or, wait, is it even a Saurian? Take it down a notch, all right? You don't even know some of these people. Kinnich? Just because Kachina's too nice to get mad at you doesn't give you an excuse to be rude to her. And what are you gonna do about it? You think you're the boss of... Hey! Oh, what do you think you're doing? Der arme Kleine. Alright, I've put him in a timeout for now. Sorry about that. Have to do that. Hal just doesn't have much of a filter, that's all. I don't mind. Gojo will beitreten. He got what
pretty deserved. Let's just hope the lesson sticks this time. Und Mulani? Mulani, there you are. Looks like you made some new friends. And here I was worried you ran into trouble on your way here. Niemals. Hello, Paimon's Paimon. Ich bin Rakilla, eine Reisende. Ich bin hier, um dabei zu gewinnen. Das hier ist Paimon, schön euch alle kennenzulernen. Ich bin Rakilla, eine Reisende. A traveler, you say? You came at the perfect time. The pilgrimage is a sight to behold this time of year. I don't see your teammates with you, Kachina. Where are they? Oh, they went to join teams with a better chance at winning. Ah, die Arme. So you're saying you've been ditched? Again? That might give them an advantage during the team stage, but it all comes down to individual strength sooner or later. Yeah, well, I couldn't even promise them we would make it through the team stage. The outcome of the team stage usually depends on the ancient name bearer, after all. Hey now, there's not a single person here that can promise their team victory. You're putting too much pressure on yourself. Besides, you're not lacking in strength at all. You just need a bit more confidence. So sieht's aus. Das ist die halbe Miete. You were only 3 victories short of reaching the Night Warden Wars last time. Wait, so if the pilgrimage is like a national sporting competition, then what are the Night Warden Wars? The former is a battle of skill. The latter is a real war. Oha. A war against our eternal enemy, the Abyss. Kämpfen wir auch gegen die? So they're here too. Well, wait a second. You're saying the prize for winning the pilgrimage is the chance to go to war? That's not too far off. That's why it's called the Night Warden Wars. The pilgrimage chooses the strongest warriors among the tribes, and those warriors fight to repel the Abyss in defense of our homeland. Their names and deeds are then recorded in epic tales passed down over time. That is the highest honor you can achieve in Natlan. Aber ist das nicht gefährlich? Yes, but that's the nature of war. Danger comes with the territory. Resisting the Abyss is our duty. But we're not alone in this fight. We also have the blessing of our Archon, which allows for our safe return. It's something we call the Ode of Resurrection, which does exactly what it sounds like, basically. Resurrect people, you mean? Yep, so it's not so scary, really. Our Archon's blessing gives us the courage to keep moving forward. Also die verrecken und sie holt sie zurück. Let's go register. We don't have much time. Wait, what about you, Kachina? You're not really planning on competing solo, are you? Wir gehen mit ihr. We really wish we could help, but we're not from here, so it doesn't seem like we can take part. There's no threshold to the number of participants. With the sheer number of teams, it's practically guaranteed chaos. No matter how strong or experienced the warrior, victory is never assured. In a situation like that, it's always better to have someone to watch your back. Also wir. Oh, how about this? When we register, why don't we ask if these two can have special permission to participate? Ooh. Odds are the answer will be no, so if that doesn't work, well, I only have a few teammates this time. If someone else could take them, then... You're not asking me to lead your team, are you? Look at you, mind reader. So, what do you say? With how strong you are, it would practically be an upgrade for my teammates. Fine by me, but doesn't that leave you and Kachina as a team of two? There's a world of difference between that and flying solo. Besides, we're a formidable duo. Ooh. I bet our new friends here will agree that two's always better than one, right? Oh, you mean us? Mit Paimon an meiner Seite ist es definitiv weniger einsam. You're right. Two is definitely better than one. It's just like the old saying we have here in Natlan.
No one fights alone. But what if I drag you down? Ach komm, Kleine. Listen to yourself. You'd be hard-pressed to find someone in Natlan who can beat us when we're together. Hearing you say that does make me feel a little more confident. Still, teams rarely contain more than one ancient name bearer. People are definitely gonna think of us as cowards. The rules don't forbid it, so who cares what they think? Sie hat eine gute Mentalität. It's not like they left us any other option. Well, I'll leave you to break the news to your soon-to-be former teammates. I'm not good at stuff like that. Oh, I know. They deserve to hear it from me anyway. Just give me a second, you guys. We can go sign up together once I'm done. Du. Alpaka. Pack, pack. Oh, der Pack, pack. Wo müssen wir hin? Dahin. This is the place. Let's wait for Mulani here. See. Did you see the flags at the front gate when we entered? Oh yeah. There were flags, weren't there? Auf ihnen waren alle möglichen Symbole. Those are our tribal flags. One for each of the six tribes that make up Natlan, including the Children of Echoes. Why the sudden tour guide routine? I said I'd introduce them to Natlan. And we've got nothing better to do, so I might as well deliver on the promise. Fair enough. Well, I'm from the Scions of the Canopy. We live high in the mountains and have the closest ties to the Yumkasaurs. Das waren die Grünen, ne? My friend Mualani belongs to the people of the Springs, a seaside tribe. The scenery over there is beautiful, and you can find some really tasty fish. Das ist das Wichtigste, das Essen. That just leaves the Flower Feather Clan, the Masters of the Nightwind, and the Collective of Plenty. If we get a chance after the pilgrimage, I'll be sure to show you around. Well, if we're talking tribes, allow me to stand in for our chief and welcome you on behalf of the people of the Springs. Mualani, you're back! We were just talking about you. Everything settled on my end. My teammates took it unbelievably well, actually. Your reputation is really something else, Kenich. Ist er eine Maschine? They probably just didn't see any drawbacks to your proposition. We're saying the same thing here. You, my friend, are a formidable competitor, and they recognize that. Anyway, thanks for waiting, you guys. Let's go register. Hello there. Here to register for the pilgrimage? CC. That's right. I wanted to ask though, these two travelers are very interested in the competition. Any chance they could take part? Oh, was geil wäre. Vielleicht werden wir der Pyro-Akku, wenn wir alle Besiegung gewinnen. I'm sorry, but only people from Natlan are eligible to participate. Ich kann aber auch mit Sauriern und ich kann dieses Pyrotechnik-Dings da. You couldn't make an exception just this once. This traveler is a renowned adventurer. She's more than skilled enough to participate, and I'm sure the audience would be interested in seeing what she can do. It's not that simple, Miss Mualani. Even a single exception sets a dangerous precedent for countless interested parties in the future. The purpose of the pilgrimage is not only to select strong warriors, but also to collect contending fire from the battles. This is the fire that fuels the sacred flame. Natlan is only safe from the invasion of the Abyss, while the Sacred Flame burns eternal. Aber ich kann das auch sammeln. Vielleicht lässt du mich da mitmachen. Oh, so there's another purpose for the tournament. That was the initial purpose, actually. Every participant, whether they win or lose, contributes to the defense of our nation. That's what makes it such an honor to take part. Exactly right, Mr. Kenich. Contending fire can only be produced in battles between people of Natlan. Aber ich kann's auch produzieren. Outlander participation would inhibit the production of this fire,
which could in turn jeopardize the sacred flame. Oh, so it all comes down to the contending fire. Kein Problem. Well, you can still enjoy the event from the stands. I'll try to get you some good seats. That would be great! Tourists like us are better suited to being spectators anyway. Paimon, du hast schon wieder gejinxt. Wir müssen gleich kämpfen. Gil, there's something Paimon was wondering, actually. Wenn die OD der Auferstehung existiert, weshalb braucht es dann die Auswahl von Kriegern? You read Paimon's mind, Traveler. Why doesn't everyone just fight together? You know, since you can bring them back to life. The power of resurrection has its limits. For starters, the Ode only works on those who bear an ancient name. Ah, okay. Nur auserwählt also. That's also why ordinary people who emerge victorious in the pilgrimage aren't sent to fight the Abyss. It's for their own protection. Although, they're still afforded the same honor as those who triumph over the Abyss in battle. Also, du kannst alle besiegen und der Stärkste sein, aber kannst nicht gegen den Abgrund kämpfen, wenn du nicht den Namen hast eines legendären Krieger oder was sie da haben. Das ist aber dann auch eine Verschwendung von, sag mal, Kriegsmitteln oder Potenzial, ne? Oder Soldaten. That brings us to the other condition for resurrection. Not much to this one actually. Just one word. Victory. Also wenn die unterwegs sterben und wir mal nicht gewinnen, sind dann für immer weg? Oha. Victory. The victors shall burn bright. While the losers must turn to ash. Achso, nur der Sieger wird wiederbelebt. Das war aber auch nicht viel. Only those who triumph over the abyss earn the right to be revived. Defeat in battle not only means death, but also the destruction of your ancient name, preventing it from ever being inherited again. Oha. The tales of the vanquished are eventually forgotten. And an ancient name cannot survive when the stories of its bearers are lost to time. Aber warum sollten die Sieger wieder zum Leben erweckt werden? Yeah, they won, right? Isn't it the defeated ones who need reviving? You have to think about it at the team level. For example, 5 representatives will be sent to repel the abyss this time. Ah, wenn 4 dabei sterben, aber der letzte durchkommt. Oh, aber das ist halt echt so Teamwipe. Wenn alle sterben oder es nicht schaffen, dann sind sie alle weg, ne? Und dann werden auch noch die Namen vergessen. Das ist schon hart. Even if 4 of them were to perish, the Ode of Resurrection would still take effect. All you need is for one person to return victorious. Da kann man aber auch dann gut planen, ne? Wenn es so ein Endkampf ist, dann 2, 3 Opfern oder ein Endschlag von hinten, so irgendwie sowas. Da ist man dann viel offener mit Taktik und sowas. Because every victory is a building block of our legacy. Of course, the team needs to be strong enough for that to be the case. Otherwise, the price of failure is still very high. Mhm. That's why the first stage of the pilgrimage is divided into teams, to instill in us the importance of working together. No one fights alone. That is what we believe. A lone warrior is one whose defeat is final. This all sounds pretty dangerous. Yep. Well, that axiom is meant to be a warning as much as a source of inspiration. Danger is always present, but together we can move forward, united in the knowledge that behind every hero charging into battle lies the support of all of Natlan as well as our Archon. Not to mention, the Abyss isn't an enemy with a concrete form. We're often just dealing with the fallout of its scheming. I've actually fallen in battle before. I spent some time wandering the realm of the Wyab. Oha. It was unlike anything I'd ever experienced before. The realm of the Wyab? Does that mean the Wyab exists somewhere in Natlan? So in the Geisterwelt? Hard to say. The realm's not somewhere you can access by ordinary means, and very few people are capable of establishing a mental connection with the Wyab. Oh, wir können das. Ich spüre es jetzt schon. We call this realm the Night Kingdom, a mysterious liminal space between the body and mind, life and death. The fact that you were resurrected at all is the worst thing in the world. Then releasing you from your timeout has got to come in at a close second.
with reverence of the almighty dragon lord Kahulahau, lest you live to regret it. If you're done arguing, your registration is now complete. Huh. It all went fairly quickly, considering we all know each other. Now, I just need to register your team members according to their name cards, and you'll be all set. In the meantime, you can all go rest at the hotel. As usual, dinner and lodging for tonight are free. Ooh. Nice. Oh yeah, I forgot to mention. All food and entertainment before tomorrow's matches are on the house, courtesy of our Archon. Family and friends included, which means you both get in on it. Come on, let's go have some fun. Let's go. Holen wir uns free stuff. Was Xokolattl stand. Bist du bereit für die fantastischen Geschmackserlebnisse deines Lebens? Achso, ich dachte, die verkauft was. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Oh, wenigstens ein Geschenk. Wenigstens etwas, ne? Die sind auch Teleporter. Auch einiges. Du willst dich satt essen und gut schlafen? Dann bist du hier genau richtig. Zeig mal, was du hast. Neue Rezepte. Ich hoffe alles. Ich muss eh 500.000 ausgeben. Tatakos. The one only. Ja, kauft mal alles. Alles meins. Perfekt. Zwei neue Rezepte. Perfekt. Also das weiter oben, der Rest. Dig in, you guys. Eat as much as you want. These dishes are all local specialties. There's more where this came from too, so don't be shy. Let's feast until the bill gives the Archon a heart attack. Alter. Sieht schon mega geil aus. Don't be dramatic. The Pyro Archon is very generous. Even if it does cause some trouble for all the hotel workers and volunteers. Speaking of trouble, I've locked Ahau away for now. So you don't have to worry about him being a nuisance. Wait, isn't that a little harsh? Nah, Kenichi and Ahau are always like that. Everyone has their own unique way of getting along with their Saurian companion. Aww. What's got you all down in the dumps, Kachina? You don't have to worry about tomorrow. I'll be with you every step of the way. Well, Ani, bist ne gute. I know. Everything's fine, really. I'm just nervous. Ach, die Arme. I can't keep using my age as an excuse. I have to get stronger. Wie sagt man so schön, alles kommt mit der Zeit. I have to prove to people that I'm not trying to avoid the Night Warden Wars. You don't have to prove anything to anyone. You know your own heart. So stop beating yourself up over other people's opinions. So sieht's aus. If they don't think you deserve to bear your ancient name,
They can take it up with the Wyab. Trust me, Kachina. The Wyab see something special in you. I just hope it's not the fact that I can take a few punches. Ich nehme an, die Pilgerreise lief in der Vergangenheit nicht so gut. Yeah, I'm on a 7 or 8 pilgrimage losing streak. My ranking has been improving little by little, but still no wins. To be honest, losing 7 or 8 times isn't even a lot. Maybe other people can't see your improvement, but your performance still isn't something to scoff at. Yeah, didn't you say you got really close before? It's just... what if I don't even make it through the team stage this time? Warum ist sie so niedergeschlagen? Ich verstehe schon, dass du 7, 8 Mal verloren hast. Aber wie die sagen, wenn sie immer stärker, stärker wird und vor allem als Geo wahrscheinlich gut Prügel einstecken kann, vor was hast du dann da wirklich so Angst oder vor was bist du nervös? Hey, have a little faith, will you? You've got me on your team. Stumble, and I'll be there to get you back on your feet. Run into someone you can't beat, and we'll face them together. I know you've never tasted victory, but you trust me, don't you? Lilani, you're the best. Oh, die Kleine. I trust you. I definitely do. And you're right. I've gotta pull myself together. I still don't know why the Wyab chose me to inherit an ancient name. But I can't be the only bear who's ever felt this way. If they can keep at it, so can I. Genau, du schaffst es. Not to mention, the fact that your ancient name has survived until now means all your forebears managed to honor its meaning. Otherwise, it would be lost to us by now, shattered by defeat in battle. That's right! And you'll have us rooting for you too! Nenn uns einfach Anfeuerer 1 und Anfeuerer 2. No, no, no. It should be the other way around. I was clearly the one who asked to learn from you. But still... thanks, you guys. Jeez, now I'm crying again. Everyone has been so nice to me today. I'll win this time for sure. I won't let your support go to waste. So sieht's aus. Oh, right. I should eat something. My mom said I need to keep up my strength for tomorrow. Genau. Du schaffst das. Nice to see your game face back, Kachina. Thanks for encouraging her, you two. It's easy for people to only see how she has a lot to learn, so it isn't often that she meets people willing to treat her with patience. Don't you worry. We've seen how kind and hardworking she is. We can already tell she's a wonderful person. So sieht's aus. Oh, jetzt weint sie. Komm, hör auf zu weinen. Take it easy. You're getting tears in your food. I'll pour you all some drinks. I brought some homemade fruit juice. Let me just go grab some cups. Die Kleine. Ist so verlegen, hä? She even travels with homemade juice? Kachina's backpack is practically a bottomless pit. It's got everything. That's true, but she definitely only offered us some so she could go find somewhere to cry for a little while. Seems like you two really look out for her. She's like a little sister to me, you know? She's already so talented. She just needs that one decisive win to convince her of it. And I have a feeling this is the one. This could be the win that finally gives her that confidence. Why are you so sure? Is that what happened to you? Oh, no, no. I was just born confident. Mulani's being modest. She's already a 3-time veteran of the Night Warden Wars. Came out on top each time. And she's never had to be resurrected. Nah, it's no big deal. The opponents I had to face were pretty tame, that's all. Ooh, no wait, that makes it sound too unimpressive. Either way, the challenges haven't been that difficult so far. But I'd love to fight alongside Kachina and experience the glory of victory together. The flowers, the applause. Sie mag es, eh?
Den Ruhm. Paimon gets it. That's how Paimon and the Traveler are too. Seid in den Kampf ziehen? Ja, könnte man so sagen. Hey, a little more confidence, please. Paimon's always there to cheer you on. Drinks are here. Better try them while they're still fresh. Feeling better now, Kachina? Me? I'm totally fine. Really, I promise. That was just nerves earlier. I'm gonna get some meat in my system, then head out to get some exercise. Wanna be nice and loose for the tournament tomorrow. I'll come with you. Just don't go overboard, okay? The last thing we need is for someone to oversleep. We've got an early day tomorrow. If only we had a friend who never oversleeps. All right, fine. I'll make sure you guys are up on time. Attaboy. I knew you'd catch on. So full. I'm so sleepy. We should get a good night's sleep before the competition tomorrow. I'm still a little worried about Kachina, though. Maybe we can help her out with her training. She did say she wanted to learn from us. Not that Paimon's gonna be doing much of the teaching. Ich soll sie finden, ist optional. Warte bis zum nächsten Tag, 8 bis... Ich will es optional auch sehen. Sind die draußen, oder? Die haben gesagt, die wollen noch trainieren, ne? Dann sind die sehr wahrscheinlich draußen. Es ist jetzt... Ne, das sind wahrscheinlich die, wo angezeigt wird, das Optionale. Anders kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Weil da steht ja, warte bis 8, von 8 bis 10 Uhr. Ich komme! Oh, die sind da unten. Ja. Ich komme ja schon. Kachina! Oh, it's you two. I just finished training with Lilani. What's up? Well, you worked so hard to introduce us to Natlan, we wanted to return the favor. Ich dachte, ich könnte dir ein paar Erfahrungen mit dir teilen. Wow, you guys are exactly like Kachina described. No wonder she's already your biggest fan. Guess I should make myself scarce, though. Kachina was the one who helped you out all day, so I don't want to intrude on your secret teachings. Ein Kampf ist mehr als nur ein Kräftemessen. Huh? What do you mean? Auch das Beobachten ist entscheidend. Observation? Schau dir deine Gegner genau an. Lerne seine Gewohnheiten kennen. Yeah, the person who hits the hardest isn't always the one who wins. Oh, I think I get it. You're saying, fight smarter, not harder. Having the strength to win is just as important as knowing the right strategy. So sieht's aus. Atta girl, Kachina. Exploit your opponent's weaknesses while maximizing your own strengths, and you're sure to find opportunities to turn the tides in your favor. You're right. I just need to focus. When I get nervous, I forget to assess the situation, and end up rushing in without a plan. Mind sticking around a little longer, Mualani? I want to try out some new moves. Sure. Thanks for taking the time to teach me, you two. I won't let you down. Die Kleine, die schafft es. Just give it your best shot. So sieht's aus. Not keeping you up, am I? You sure you'll be fine tomorrow? Oh, I'm bursting with energy. Couldn't sleep if I wanted to. So. Da ist ein Blümchen. Da auch. Gibt's auch die Samen dafür, oder? Yes, nice. Yeah.
Nehmen wir doch mit die Kiste. Alright, let's finish this battle. Kommt her, ihr Dendro-Eierköpfe. Da. Easy. A stroke of good luck and a very welcome one. Perfekt. Ey. Ach, komm. So, schon besser. Schon besser. Jetzt muss ich aber gucken. Catherine ist da. Mal schauen, wie ich da hinkomme. Suchen wir den Teleporter und dann sind wir wahrscheinlich auch in der Nähe von Catherine. Ist in die gleiche Richtung. Oh, jetzt sind die Wasser. Sieht auch gut aus. Ey, sind wir schon da? Das ging jetzt sehr leicht. Alles aber nicht. Da braucht man auch keinen Teleporter. Das sind 3 Meter. Aber nehmen wir. Nehmen wir doch. Jeder Teleporter ist ein schöner. So. Straßenhappen, was verkaufst denn du? Auch zu essen, okay. Nochmal 2 schöne Rezepte. Abenteurer, was verkaufst denn du Schönes? Habt ihr heimische Spezialität? Werkbank hat er auch, okay. Salz, den Rest haben wir alles. Ja, nichts Cooles. So, Catherine! Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Hello. Wie geht es dir, Catherine? Thank you for coming. Ad Astra. Ach, nur Kohle. Perfekto. Dann haben wir das auch erledigt. Das kann ich eher nicht machen. Das konnte ich, glaube ich, nur in Mondstadt und Libra am Anfang machen, ja. Ja, ja, ja. Und bei dir habe ich schon eingekauft, gell? Ja. Das gute Futter. Skyward! Oh, das komme ich gar nicht hoch. Oder doch? Ist der Teleporter irgendwo hier? Weil das sieht irgendwie so aus, ne? Ja, Mann, sehr geil. Nehmen wir auch gleich mit. Alles wird markiert. Komm ich auch nicht raus. Die Kammer des Sprechers? Was ist das? Huh. Wahrscheinlich treffen wir hier auf den... Oh, das sind 7 Stühle. Pyro, Akon und 6 Stammeshäuptlinge wahrscheinlich. Oder? Ist mein scharfsinniger Sinn daneben. Der Sinn des Sinnes. Da ist er. Der gute Pyro. Was ist denn das?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Story machen wir dann, würde ich sagen, morgen weiter. Ich will die ganzen Dinger hier zuerst erledigen. Machen wir das hier. Zur Herausforderung. Wo ist die? Ah. Dann können wir von da hin. Perfekt. Weil morgen ist dann das nächste Eventteil raus auch, ne? Deswegen machen wir erstmal das da. Die Frage, wie wir da am schnellsten hinkommen. Mal nix hier an Jugend. Für die Sammelherausforderung der Schokoladenseite musst du bestimmte Arten von Rohstoffen sammeln. Auf der Karte werden empfohlene Sammelstellen für einige dieser Rohstoffe angezeigt. Wenn du dich einer Sammelstelle näherst, werden auf der Minikarte die Position nahegelegener Zielrohstoffe angezeigt. Hier sind irgendwo Saurierkrallen. Irgendwas Neues gefunden, auch geil. Hey. Achso, das war schon. Nice. Das ging ja leicht. Dann fehlt ja eigentlich nur noch das da. Und dann noch ein Kampf wahrscheinlich. Dann haben wir das Event auch schon erledigt, ne? Wie viel brauche ich eigentlich für Level Up? 20 Stück. Das wird dauern. Das wird dauern. Ich komme. So, wir müssen nach unten. Und was wollen wir fotografieren? Die Langhälse oder was? Ja, sieht so aus. Es wurden ausreichend Fotos verlegt, sehr schön. Beautiful. Dann haben wir. Die zwei auch. Schließe erfolgreich die erste Phase der Herausforderung ab. Zweite, dritte. Zerstöre den Gilt des Goldflammen-Kususaurier-Tyrann, um ihn zu Fall zu bringen. Okay, wie komme ich von da? Oh, von hier am besten hin, ne? Da ist auch ein gleich Teleporter in der Nähe. Das ist schon mal sehr gut. Da ist auch eine Truhe. Holen wir uns doch. Scatter!
Das ist schon mal nicht gemeint. Ah, das ist ein Eimer. Ne. Da sind zwei Eimer. Da sind drei und ein umgefallener Eimer. Da sind drei. Da sind auch drei. Kommt auf die Farben vielleicht an. Dreimal gelb. Einmal blau-grün. Dreimal gelb oder grün, was da ist. Zweimal gelb, einmal blau. Dann fangen wir mal mit einmal blau an. Auch nicht. Was sind die Zeichen da? Bedeuten die was? Auch nicht. Komisch. Geht doch. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Einfach schießen, schießen, schießen. Katastrophe. Einfach schieße, schieße, schieße. Was für ein Bruchstück. Ein Obsidian-Bruchstück, das durch Zufall bei Erkunden gefunden wurde und auf dem Motiv im Stile der Kinder der Echos eingraviert wurde. Allem Anschein nach werden drei davon benötigt, um einen vollständigen Ring zu bilden. Welchen Zweck ein solcher Ring dienen könnte, ist jedoch nicht klar. Immer ein gutes Zeichen. Wo ist der Teleporter? Da hinten. Holen wir uns. Bei der Herausforderung glühende Extrem musst du mehrere Herausforderungsgebiete nacheinander besuchen und alle Gegner besiegen. Jedes Mal, wenn du die Gegner einer Welle besiegst, wird ein Windfeld erzeugt, das dir hilft, deine Beute einzusammeln. Wahrscheinlich euch, oder? Ihr seht krass aus. Komm alle her. Ui. Ui, ui, ui. As a dutiful maid would. Skyward. Seize the skies. Komm her. Jetzt aber komm. Immer noch nicht.
Komm her. Into the shadows. Ja. Das regeln wir doch kurz. Wer kommt da noch? Ah, noch mehr, drei Stück. Das regeln wir ganz schnell. Mit Zerstörungskraft. Geht doch. Gleich zum nächsten. Was, nur zu zweit oder was? Zwei kleine Natlano. Da. Ey, jetzt nervt sie mich aber hart vor. Oh, macht die Miauer. Was bist du also? Keine Ahnung, was das ist. Komm schon, mach Schild weg. Sogar Schild getauscht, ne? Alter, geh doch down. Geh down, geh down. Perfekt. Jetzt noch eine dritte Prüfung. Und die letzte. Der hier? Yep. Komm her. Alter, Alter. Haben auch gut leben, ne? Alter, geht doch down. Wie leben hat das Ding? Down. Wir geben auch viel Leben, ne?
Geh down. Ey. Into the shadows. From the shadow realm. Zerstörung, Zerstörung. Geh down, komm schon. Geht alle down. Boom. Noch drei. Dann haben wir's. Komm her, ihr Nervensägen. Alter, geht das down? Goldflamm. Hey, was soll ich zerstören? Aber da gibt es 60 Punkte. Aber kein Urgestein mehr. Aber das kriege ich auch hin. Sehr wahrscheinlich. Nicht heute, aber irgendwann. Alles meins. Aber den Teleporter holen wir uns. Weil ich doch deinen Willen nehmen. Schneller will. Zu unserem guten Vögelchen. Schon ein harter 1 gegen 1 Kampf. Schadet nicht, ihm näher zu kommen. So, dann haben wir das auf dem aktuellen Stand aus dem Bosskampf. Morgen kommt ein neues. Hobel auf Hammer. Das da muss ich gucken. Dann kriegen wir 500 auf einmal. Sehr schön. Das müssen wir auch noch machen. Dann kriegen wir auch nochmal 60, wie es aussieht. Neues Gebiet und das neue Monster. Alles machbar. Aber neues Ding haben die nicht rausgebracht. Okay. Hier sowieso nicht, die kommen mega selten. Der letzte schon mal. Lynette, das war Anfang, ne? 4.1 oder sowas. Oder 4.0, 1, 2, irgendwie sowas. Die kommen mega selten. Der kam zu Meru. Der auch zu Meru. Könnte zu Meru gewesen sein. Die müssten eigentlich alle vier zu Meru gewesen sein, ne? Oder war Kaya? Ne, Kaya war auch. Alle vier, glaube ich, waren zu Meru. Das war Inazuma zwei Stück. Hier Liyue, Inazuma, ach, keine Ahnung, die kommt später wahrscheinlich. So. Schön, was erreicht. Triff dich mit Kachina und den anderen. Das ist eine Aufgabe für morgen. Wir haben heute gut was erledigt. Und mehr über Natlan herausgefunden. Morgen kann ich länger zocken. Heute wieder mega spät nach dem Arbeiten. Aber morgen, ey. Freitag. Da erkunden wir das so hart. Vielleicht machen wir die Arkon sogar komplett weg. Aber Wochenende auf jeden Fall. Aber vielleicht morgen schon ein bisschen hart reinhauen. Mal schauen. Auf jeden Fall sage ich, danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von R&R Production. Und das war Genshin Impact Part 194. Von wem auch, wenn ihr Bock habt, subscribe, kommentiert und liked. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.